Guten Morgen. Guten Morgen. Huch. Finale. Oh, Finale und schon wieder alles beim Alten. Genau, wir sitzen so, wie wir angefangen haben. Keine Veränderung. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so. Und wieder ein Abend ohne technische Mängel. Ich glaube, wir werden besser. Ja, finde ich auch. Und gestern haben wir 5 Bücher von Sebastian Purps-Patigol verlost. Leben mit Hirn. Die glücklichen Gewinner werden von Tanja per E-Mail informiert. Und dann haben wir auch noch heute Abend ein Panel. Es wird unser Abschiedspanel sein und an dem Abschiedspanel werdet ihr auch wieder Nicole Kobiol sehen können. Nicole Kobiol war am Anfang der Woche bei uns. Und wir werden jetzt nochmal in Details oder beziehungsweise ihr könnt jetzt Fragen stellen, denn wir haben ja wieder das Tool Mukana, bei dem ihr euch anmelden könnt und dementsprechend Fragen stellen. Freut euch aufs Panel und auf Nicole Kobiol. Das wird bestimmt interessant und kurzweilig. Und unseren gemeinsamen Abschied von dem Kongress. Und jetzt stellen wir euch wieder unsere heutigen SprecherInnen vor. Das Interview mit Professor Dr. Maja Göpel konnten wir aus Termingründen leider nicht aufzeichnen. Das holen wir aber nach und werden uns dann auf allen Kanälen bei euch mit dem neuen Ausstrahlungstermin melden. Es kommt also noch ein tolles Highlight nach. Dranbleiben! Ich darf euch Bodo Jansen vorstellen. Ich kenne Bodo Jansen jetzt schon fast 10 Jahre und habe die Entwicklung von ihm und Upstalsboom verfolgen dürfen. Die Entfaltung der Menschen bei Upstalsboom ist wirklich sein Herzensanliegen. Es ist sehr beeindruckend zu beobachten, was sich ergeben kann, wenn sich eine Führungskraft in den Dienst seiner Mitarbeitenden stellt. Freut euch auf einen großartigen Hotelier und Menschen. Ich freue mich auch, euch Vivien Dittmar vorstellen zu dürfen. Vivien Dittmar ist eine Impulsgeberin für kulturellen Wandel. Vivien hat in vielen Büchern sich intensiv mit der Ganzheit der Menschen beschäftigt. Sie lädt ein, uns mit unseren Gefühlen vertraut zu machen und zum Aufbau von emotioneller Kompetenz sowie Konflikt- und Beziehungskompetenz. So werden wir Menschen innerlich reicher. Freut euch auf eine Tour durch ihr umfangreiches Werk. Ich darf euch noch einen tollen Wissenschaftler vorstellen. Professor Dr. Gerald Hüther ist Hirnforscher und Neurobiologe. Er versteht sich als Brückenbauer zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher Lebenspraxis. Er übersetzt uns sozusagen die Wissenschaft ins Leben. Ein wichtiger Punkt bei ihm: Wir müssen unsere Herzensanliegen finden, um unsere Potenziale zu entfalten. Das Interview ist ein spannender Einblick in uns und unsere menschliche Geschichte. Viel Spaß damit. Ja, da kommen wir jetzt wohl zum Ende, Dirk. Unser Online-Kongress neigt sich dem Ende und wir wissen nicht mehr, was wir nächste Woche beim Frühstück machen. 9 gemeinsame Frühstücke. Toll war's. Toll war es aber auch, weil wir ein super Team sind. Genau, ein riesengroßes Dankeschön an unser Lighthouse-Lab-Team, ohne dass wir das alles nicht geschafft hätten. Danke, Tanja, für diese wunderbaren Texte, die du immer uns zur Verfügung stellst. Danke, Thomas, für deine Geduld in allen IT-Fragen. Ohne dich wären wir keinen Meter weitergekommen. Danke, Desiree, für deine wunderbaren Visualisierungen. Und danke, Bicablo, für all die Unterstützung, die ihr auch mit euren Visualisierungen beigetragen habt. Danke auch an Michaela und Stefan, die uns bei den Panels unterstützt haben, ohne die wir das auch nicht hinbekommen hätten. Und danke, Dirk. Das hat eine Riesenfreude bereitet, mit dir jeden Morgen hier diese Filme zu machen. Ja, danke, Michael. Ohne dich hätte ich früh nie so viel gelacht. Ja, und danke, dass du ab und zu mal auch den Kapitänsplatz auf der linken Seite mir gegeben hast. Mache ich doch gerne. Aber ganz ist es ja noch nicht vorbei, Dirk, oder? Nein, es kommt noch eine Zugabe. Da müsst ihr aufpassen. Wir werden euch zeitnah informieren. Und dann haben wir heute Abend ja noch das Panel. Wieder mit Nicole Kobiol. Und zusätzlich kommt noch das Interview mit Professor Dr. Maja Göpel, das wir nachreichen werden. Und das wird bestimmt auch ein super toller Augenblick. Ja, dann danken wir euch für die Begleitung und das Zuschauen und die vielen Kommentare, die Rückmeldungen. Ihr habt uns immer wieder viel Mut gemacht und habt uns auch Mut gemacht, dass wir weitermachen. Wir wissen noch nicht genau wie, aber es wird ein Weitergeben. Auf jeden Fall. Wir haben viel gelernt und waren froh, dass wir diesen Online-Kongress durchführen konnten. Wir wünschen euch dann heute noch viel Spaß. Und von dieser Stelle das letzte Frühstück. Danke und tschüss. Ciao. Sie wird heute dabei sein und Rede und Antwort
Stehen? Stehen, gehen, fahren, laufen, tun und sonst so. Leider hatten wir keine... Leider hatten wir keine technischen Probleme. Wir hätten gerne ein paar gehabt. Und zwar dieses Mal mit der Nicole Kobiol, die wir am Anfang des Monats ausgestrahlt haben. Anfang des Monats ausgestrahlt. Der Kompress geht schon allein. Das klappt ja ganz gut, oder? Wir werden immer besser, ja. Ah, ich bin dran. Nee, wir werden nicht besser. Und danke, Dirk, für deine super Begleitung hier bei den Frühstücks. Frühstücks, sehr gerne. Frühstücks. Danke, Michael. Frühstücks. Und das Interview mit Doktor und dann auch Professor. Nochmal. Die ganzen anderen, also einige andere, gemalt haben. Gemalt haben.